So, und damit herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge The Long Dark. Mit schöner Musik und schönem Wind. Ach nee, komm, Mister. Legen wir uns halt noch ein bisschen hin. 3 Stunden. Jetzt wird er ein bisschen durstig. Aber was soll's. Hauptsache, der Wind hört auf. So. Nehmen wir die Tomatensuppe hier. I need to find food. Ja, du isst doch jetzt gerade was. Der Kerl, ey. Nee. Guck mal. Ja. Nutzt sich der Bogen ja immer um 2% ab jedes Mal, wenn man den nutzt. Okay, es geht eigentlich. So, dann jetzt aber mal langsam auf den Rückweg. Alles abladen und dann checken wir mal die Firma ab. Na, vermisst du deinen Papa? I could use a drink. Denke ich mir auch immer, wenn ich einen Reh sehe. Oh, jetzt was zu trinken, das wäre schön. Mann, die Aufnahme geht 2 Minuten. Und gleich wieder über alles lustig machen hier. Echt, sowas macht man nicht. Das ist nicht nett. So. Alter, haben wir wieder was hin. Vor allen Dingen auch wieder Fleisch. Das mit einem einzigen Bogenschuss, ne? Einfach nur darauf warten, dass das Reh verblutet und gut ist. Oder der Wolf, je nachdem. Also ich will gar nicht wissen, wie lange man auf Pilger überleben kann, ne? Also ich glaube wirklich endlos. Solange du Feuer machen kannst, kannst du auch in dem Sinne endlos irgendwie Fleisch sammeln und dadurch Nahrung kriegen. Wasser hast du auch immer wieder. Holz taucht immer wieder auf. Also in dem Sinne kannst du endlos lang überleben. Hm? Hä? Ich höre Krähen, aber ich sehe sie nicht. Wer weiß. I need to drop something. Ja, jetzt chill. So, dann. Wir sind ja sowieso in der Nähe vom Lager. Da können wir das Ding auch mal richtig schön voll pumpen. Und dabei mal gucken, ob wir was am Speed-Unterschied merken. So, jetzt hat es schon mal 57 Kilo. Jetzt gucken wir mal. Ach, warte mal. Hier im Dings waren wir doch auch noch nicht. Na, warte mal, dann. Die Jagdhütte hat man jetzt auch noch nicht ausgekauft, oder? Hatten wir? Doch, hat man, ne? Stimmt, hier habe ich doch Hagebutten und so eingesammelt. Ja, hat man. Okay. Ich war jetzt nicht mehr sicher. Sind schon wieder. Ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, seit der letzten Aufnahme. Ist immer noch am gleichen Tag, wo ich hier gerade aufnehme. Aber hatte zwischendurch nochmal Pause gemacht, was anderes gezockt. Und dann gedacht, na komm hier, nimmst du hier weiter auf. Ich denke mal, nach der Runde hier, oder nach dieser Stunde hier, werde ich auch mal Skyrim ein bisschen aufnehmen. Das müssen wir jetzt auch wieder machen. Ja, ich glaube, jetzt merkt man es schon wirklich, dass ich langsamer bin. Ich denke mal, 50 Kilo ist schon ein guter Mittelwert, wo man sagen kann, ab da wirst du dann extrem langsamer. Ich glaube, 50 Kilo ist okay. Drüber sollte man auf keinen Fall gehen die ganze Zeit. Aber wie gesagt, das ist ja nicht weiter schlimm. Wir sind ja hier sowieso gar nicht so weit weg von dem Lager.
Hallo Freunde! Nein, ich schieße jetzt nicht noch einen ab. Siehst du, da vorne ist nämlich schon die Brücke. Ich schlepp mal kurz das Ding bis hier vor. Nehm die Birkenschüsslinge mal noch mit. Können wir die auch gleich alle trocknen. Und weiter geht's. Da wollte ich gerade irgendwas sagen. Nee, du hältst Maul. Du hebst jetzt das Ding auf und läufst weiter. Wir haben es doch gleich geschafft. Guck mal, da oben ist es schon. Siehst du, einmal eine komplette Runde rum. Haben wir doch gut hingekriegt. Das Gute ist, dass ich ja von hier aus direkt ins idyllische Tal komme, also alles easy. So, einmal ablegen. Dann erstmal hier. Oh, da war nicht viel. Egal. So, die hier. Ah, die sind schon nur noch bei 52%. Komm, die müssen wir mal essen hier. Dann, warte mal. 64%. 62%. Ah, davon wären wir wieder müde, ne? Aber naja, gut. Sind eh gut in der Zeit. Komm. Jo. Ah, so ein schöner Eintopf. Dann hier das ganze Fleisch noch hin. Alter. Haben wir schon wieder so viel zum Kochen. Wieder ablegen. Okay, erstmal rein hier. Genau, die hier auf jeden Fall erstmal ablegen alle. Alter, ja viel von dem Zeug, ne? Ach ja, die natürlich auch. So, die trocknen auch alle. Oh Gott, das Ding war ja schon voll, ey. Das hier ist auch bald voll. Mal Revolver-Munition jetzt gefunden auf der Loot-Tour. Heilige Scheiße. Was ist denn hier los, ey? Krass. Okay. So, wir gehen ja jetzt auf jeden Fall zum Turm oder zu den Türmen. Ich denke auch nicht, dass ich noch nochmal die Stangenschleife brauche. Mal alles einlagern hier irgendwie, was wir jetzt nicht brauchen. Dann hier jede Menge Streichhölzer wieder. Und wir nehmen die 5 Stück hier wieder mit. Das weg, das weg, das auch.
Klamotten gehen echt schon langsam nach unten. Ach ja, das brauchen wir natürlich auch nicht. Den Schlafsack würde ich gerne irgendwo hinlegen. Seiden, warte mal. So, oh, perfekt. Okay. Dann. Pack mal hier einfach mal noch Zeug rein. Okay, nur noch die Stecker raus und dann passt das eigentlich schon. Gucke ich mal kurz wegen Essen, ob noch irgendwas bald abläuft. Ja, jede Menge sogar. Scheiße, ey. Verdammt. Machen wir die erstmal leer. Essen haben wir wieder voll, weil wir jetzt natürlich alles Mögliche gegessen hatten. Dann nehme ich die jetzt einfach mit, die trinke ich unterwegs. Hier noch irgendwas? 32. 24, ja. Nehmen wir die zwei mit. Okay. Let's go! Holz lege ich natürlich erstmal wieder ab. So. Auf geht's. Ja, die lasse ich, glaube ich, erstmal beladen, oder? Ja, gut, das Holz rausnehmen. Das muss man hier wirklich gerade nicht drin rumliegen. Nein. Buch wieder rein. Das ganze Holzzeug hier raus. Das Zeug werde ich auch definitiv nirgendwo mit hinschleppen. Okay, alles klar. Gehen wir los. Wenn da dann keiner von diesen Türmen ist, also von diesen Türmen an sich, dann wüsste ich bald nicht, wo dann noch einer ist. Also vier haben wir ja. Aber ich wüsste dann nicht, wo da so ein Funkturm noch ist. Das muss irgendwo bei einem von den zwei Türmen sein. Eine andere Idee hätte ich dann leider nicht, wo die noch sein könnten. So, dann einmal hier unten lang. Die zwei Türme. Den See, den kleineren werde ich noch absuchen. Und das war's dann für das Gebiet hier. Den Nordzugang werde ich noch mir mal anschauen. Vom Rätselsee. Und dann war's das halt für die Map jetzt, wo ich hier, ich sag mal, mich umgucke. Wie viel Prozent haben wir denn da jetzt inzwischen? Zeig mal her. Erkundete Welt 63%, also wir sind echt gut unterwegs. Wie gesagt, 100% werde ich auf keinen Fall schaffen. Aber mein Ziel waren ja so die 70%, also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ein paar Maps haben wir ja noch. Wie viele haben wir noch? Stumpflusstal haben wir halt noch gar nicht gemacht. Großes Marschland kommt noch und die beschädigte Bahnstrecke. Und hier beim Rätsel sehen wir noch ein bisschen was. Also die 70% schaffen wir auf jeden Fall. Nice. Freue ich mich. Das wäre immer so mein Ziel, 70%. Ich weiß nicht, ob die neuen Maps da auch mit reinzählen. In diese Prozentzahl. Beeilen wir uns mal ein bisschen, weil es sowieso bald dunkel wird. Ja. Holzfällerlager. Dann einmal rein hier. Durchsuchen wir das hier alles fix. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Never would have thought to look here. Oh, ist okay. Nochmal Handschuhe. Cargohose. Ne, die nehme ich jetzt auch nicht mit. Thank goodness. Die ist noch fast voll. Also gut haltbar noch. Noch irgendwas? Nee, nur noch mehr Holz. Rucksack.
Was drin? Okay. Nichts unter den Betten. Alles klar, weiter geht's. Gar nicht groß jetzt hier rumtrödeln. Brechstange. Ich stecke es jetzt einfach mal ein, falls ich Notfallfeuer machen will. Kann ja sein. Hab ich zumindest Zedernholz einstecken. Lässt sich ja gut anzünden. I could use this. Oh, der ist neu, den nehmen wir mal mit. Nein. Nein. 81%, das ist gut. Nochmal Wurzelvernichter, okay. Ein paar Wollsocken. I think I can use this. Naja, das kannst du nicht gebrauchen. Holt mal auf jeden Fall eine Menge Stoff raus. Aber lassen wir erstmal. So, hier noch rein und dann geht's weiter nach hinten. Hope I can still eat this. Taschenlampe, okay. Schuhe, immer gut. Leder. Hey, lass mal fahren. Oh, noch ein Beil. Hey, geil. Geschmacklos, geschmacklos. Okay, das war es, glaube ich, für das Lager hier. Dann check ich nochmal fix hier vorne die Holzdinger ab, weil manchmal liegt hier ein Rucksack rum. Irgendwie hier so. Mal gucken. Oder hier? Was hier? Ne, ich glaube diesmal nicht. Da fällt auf, da liegt hier irgendwo bei den Baumstämmen meistens. Okay. Gut, rennen wir weiter. Hier beim Turm könnte ich so oder so pennen. Also das ist jetzt eh egal, ob ich mich nur auspowere oder nicht. Wir haben auf jeden Fall zweimal zu trinken mit. Das reicht auch. Ich glaube, jetzt kann ich jetzt sogar schon wieder trinken. Ja. Passt hier auch vom Essen her. Einmal volles Trinken, das reicht für die Tour hier. Liegt da irgendwas? Warte mal. Was ist das jetzt? Nur ein Stein. Nur ein Stein, ne? Ich glaube. Aber warte mal, wo führt denn der Weg hier hin? Das weiß ich gerade nicht. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, wo der Weg hier hinführt. Führt der vielleicht auch zum zweiten See? Könnte es sein. Sieht so von der Richtung her zumindest danach aus. Oder ist das hier in der Nähe? Nee, kann ja gar nicht die Jagdhütte sein. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit weg hier. Für Jagdhütte. Dafür haben wir hier irgendeinen Weg. Jetzt will ich nochmal wissen, wo der wieder hinführt. Ich will halt immer mehr über die Karten rausfinden und so weiter, indem ich neue Wege mal probiere, die ich so sehe und so weiter. Da kann man halt eine Menge über die Karten rausfinden. Sieht so aus, als ob es da noch irgendwie hochgeht. Warte, hä? Wo bin ich denn hier? Verdammt nochmal. Was ist denn das hier? Da geht's auch noch lang. Keine Ahnung, wo das hier wieder ist. Ich gehe mal kurz hier hoch. Ach,
Für meine Freunde wieder, aber ich habe keine Steine. Ach, warte mal. Hä, wie hier ist der Turm? Da ist der kaputte Turm. Okay. Also müsste hier theoretisch nach unten der See sein. Da dann nach unten, dieser kleine See, den ich meinte. Das heißt ja, ich müsste hier irgendwie eine Abkürzung zum Turm finden. Ich versuche gerade so zu laufen, dass ich hier nicht die ganze Zeit auf einer Schrägen bin. Nee, hier kommt man nicht hoch. Ja? Ach. Gott, ich bin so doof, natürlich. Oh, der Weg hier hinten, der führt zu diesem kaputten Turm. Und hier vorne der Weg führt zu dem richtigen, den ich da gesehen hatte. Okay, gehen wir erstmal zum kaputten Turm jetzt. Ich überlege jetzt gerade nur. Oder? Hä, nee, warte mal. Ich bin jetzt gerade. Alter, bin ich nur doof oder was? Warte mal. Hä, warte mal. Nee, der Weg hier vorne führt zu dem kaputten Turm. Und hier müsste theoretisch der Weg dann nach oben sein, wenn ich jetzt hier so rumgehe. Da vorne ist dann der See. Boah, die Karten hier machen mich fertig, ey. Weil es halt einfach so viel ist, ey. Das Spiel ist so fucking groß. So, hier komme ich nicht hoch, das ist klar. Komme ich jetzt auch nicht runter, ohne dass ich wieder hoch könnte. Scheiße, ich habe gedacht, da komme ich vielleicht irgendwie runter. Dass das auch nochmal wie so eine Art Abkürzung ist, hier so querfeldein. Aber leider nicht. Da muss locker ein Funkturm stehen. Kannst du mir doch nicht erzählen. Da muss einer sein. Oh. Das war gerade nicht so geil. Doch, da unten ist er. Genau, und hier außen rum und da komme ich zu dem Turm hoch. Okay, warte, das machen wir jetzt mal fix. Weil ich wollte natürlich erstmal zu dem Turm und dann wollte ich dort pennen. Dann nehmen wir noch kurz den See mit. Gehen dann zurück zum großen Turm hier. Ich glaube aber, dass beim kaputten Turm der Funkturm steht, weil das sieht irgendwie danach aus. So, hier ist nämlich dieser Bach. Der führt runter zu dem kleinen See. Oh, ein Bach. Und da steht auch wieder so ein Jagdunterstand. Den holen wir uns gleich, gehen wieder hier hoch und zum Turm. Und genau deswegen finde ich die Küstenstraße viel angenehmer für Anfänger. Also hier hast du ja wirklich zum Teil richtig verwinkelte Gegenden auf dem Rätselsee. Da vorne ist er. Oh, ein Stück Kohle. Das nehme ich natürlich gerne mit.
Namenloser Teich. Und auch hier haben wir ein paar Rohrkolben. Fast sicher, dass man mindestens einen Bogen hier auf der Map jedes Mal findet. Einfach die zwei Jagdunterstände und die Jagdhütte. So, was haben wir denn hier so? Is it food or? Einfach nur eine Dose Sardinen, das war's. Und eine Zeitung, ne? Das ist ja jetzt nicht so die fette Ausbeute. Was? Okay. Hat sich ja mal null gelohnt, ey. Da hast du noch eine Kletterpflanze. Die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Lecker, lecker, lecker. Stängel noch? Hab ich hier nicht angesehen oder? Das war wahrscheinlich wieder irgendein Stein oder so. Das sah so aus, als ob das ein Rohrkolben ist. Verdammt. Na gut, egal. Gut, einmal wieder nach oben. Und auf zum Turm. Da ist noch einer. Zwei sogar. Ah, und man könnte, glaube ich, auch hier lang laufen. Und so ein bisschen außenrum, da kommt man auch zu dem Turm. Probiere ich dann mal. Solche Wege bin ich halt bisher auch noch nie gegangen. Aber dann trennt dieser Bach sozusagen die zwei Türme hier. Coole an Long Dark ist ja, dass man sich eigentlich mal vorstellen muss, dass das hier ja alles mal nicht von Schnee bedeckt war. Die Story von Long Dark ist ja einfach nur, dass das gesamte Gebiet von, oder eigentlich vielleicht sogar die ganze Welt, komplett von Schnee bedeckt ist. In einer sehr kurzen Zeit, wie so eine Art Eiszeit. Und ich frage mich, wie es hier aussah davor, ey. Das muss ja ein immergrünes Land hier gewesen sein. So viel Bäume und so weiter. So, nehmen wir das gleich noch mit. Alles, was jetzt gerade auf dem Weg liegt. Genau, Haus kaputt. Und dann Patsch. Messer hat noch 36%. Doch, ich bin... Ich war gerade im Gedanken ein bisschen falsch. Nee, wir müssen schon hier rum und da geht's dann nach oben zum Turm. Ich habe jetzt gerade wieder überlegt. Nee, warte mal. Da sind noch Ahornschösslinge. Bevor ich die vergesse, nehme ich sie gerne nochmal mit. Ist nie verkehrt, die mitzunehmen. Heißt ja wieder mehr Bögen craften. Wie viel braucht man dafür? Einen, oder? Ich
glaube, einen brauchte man für so einen Bogen. Survival-Bogen. Jo, einen. Und zweimal getrockneter Darm, also alles easy. Das heißt, das allein sind schon wieder zwei Bögen. Selbst wenn man wirklich die letzte Patrone abgeschossen hat, den letzten Pfeil abgeschossen hat, nichts mehr herstellen kann, selbst dann kann man immer noch Wölfe zu Rehen locken und dass die Rehe für dich erlegen. Also selbst ohne Munition kommt man hier immer noch sehr gut klar. So, und da ist dann der Weg zum Turm. Ah, 25 Kilo haben wir gerade schon wieder einstecken, aber gut, wir haben auch eine Menge Holz. Genau, lauft mal alle weg. Schreckt am besten die Wölfe hier irgendwo in der Nähe auf. Das ist immer ganz gut. So, und da sind wir doch. Ja, Musik! Ich bin gleich beim Turm! Hihi. Dann gucken wir mal, ob ich recht hatte. Ich hoffe dann nur, dass da oben eine Autobatterie rumliegt, denn sonst muss ich die Autobatterie bis hierher schleppen. Gleich schon mal oben. Oh nein, ich habe keine Steine. Ich würde mir schon so... Ja, da. Okay. Ich meine, wenn die jetzt schon mal hier sind, würde ich schon gerne probieren. Klingt so, als ob die gleich hier irgendwo sind. Ich will mal gucken. Ja, hier. Hä? Das hat den aber sowas von getroffen, Freunde, Alter. Wie mies, ihr Schweine, ey. Das hab ich ja... Alter, der Stein ist voll abgeprallt. Boah, ihr Säcke, ey. Ist das gemein. Fürsteraussichtsturm. Hier ist noch irgendwo einer. Irgendwie von hier gehört, hä? Ey, das war ja gemein. Ja, aber wo? Hä? Keine Ahnung. Okay, ich gucke erstmal kurz hier außen lang, ob hier irgendwas ist. Ne.
Feels like night is coming. Kein Gewehr. Could end up being useful. Aber Alter, yes, wir kriegen Feuer machen auf Stufe 3, auf Stufe 4. Nice. Alter. Das nehme ich natürlich gerne mit. Bratpfanne. Dosenöffner. Bisschen Holz. Wetzstein, klar, warum nicht? Ja, natürlich Revolvermunition, aber ganz wichtig. This will come in handy. Okay, oh, die müssen wir essen, ey. Wie sieht's mit dem Essen aus? Ja, kann man essen. Bringt auch gleich wieder ein bisschen Essen. Wasser. Dosenöffner haben wir gefunden. 31 Kilo haben wir. Alter, was? Okay. Na gut, werden wir hier ein bisschen noch einstecken. Trotzdem so viel wieder an Gewicht. Krass. So, 11 Stunden. Danach können wir sogar schon wieder was essen. Lebenszeit 78 Tage, 19 Stunden, 47 Minuten. Alter, der arme Mann, ey. Einfach schon über 2 Monate, 2,5 Monate hier schon alleine unterwegs. 24%. 450 geht das wieder. Jo, kann man machen. Gibt gleich wieder ein bisschen trinken. Machen wir gleich noch die anderen Pfirsiche. Nice. Lass das Wasser wieder ein bisschen oben. Die Dose hole ich gleich wieder weg. Die brauche ich nicht. Schlafen wir noch eine Stunde. Dann sollte jetzt auch die Sonne aufgehen. Dann können wir wieder losziehen. Jo. Sieht gut aus. Ja. Geht gut. Es geht ein bisschen Wind. Guten Morgen. Wo muss da so ein Turm sein, ey? Kannst du mir nicht erzählen. Man sieht ihn nur nicht wirklich. Da steht vielleicht wirklich so blöde, dass man den nicht sieht. Ja, warte mal, wo ist denn hier der Bach? Ja, warte mal, der muss doch hier sein, oder? Hier nach unten irgendwie. Komm ich hier safe runter? Nee. Ich meine, ich hab Schmerzmittel und Verband, also ich kann's ruhig mal riskieren. Ah komm, geh mal hier gleich mal runter. So. Gehe ich gleich hier hinten lang. Das ist wieder der Weg, wo ich hergekommen bin. Weil den Turm muss man definitiv von hier hinten. Ja, und dann habe ich tatsächlich alles von dieser Umgebung, ja. Alter, wehe, der Sendeturm ist da nicht. Ja, dann bin ich wirklich ein bisschen perplex. Wenn er dort nicht ist. Dann wüsste ich nicht, wo der zweite Turm ist. Wie gesagt, wo einer ist, bin ich mir ziemlich sicher. Also wenn der da dann auch nicht dort ist, dann bin ich wirklich überfragt, wo die letzten zwei sind. Looks like I survived another night. Oh ja, das hast du. So, und da vorne ist doch schon der Zugang nach oben. Oh, ja!
Hallo, Spiel! Na? Willst du mir eine Freude machen? Hier liegt auf jeden Fall irgendwo eine Leiche. Davon ist auch noch irgendwas. Warte mal. Oh! Guten Morgen, Herr Bär! Sind Sie ein Erdbär? Entschuldigung, das war eine ganz allgemeine Frage. Warum wir doch jetzt nicht diesen machen, hä? Verstehe ich nicht. Der Bär ist einfach von mir, der fühlt sich von mir belästigt. Das merke ich schon. So. Federn über Federn. Wir dürfen heute nicht vergessen, wir müssen bald mal wieder ein Barbsgewehr holen. Sind bestimmt schon wieder drei gespawnt. Eine Leiche. Wenn auch die irgendwas hat. Stand hier nicht mal früher irgendwas drauf? Alle nichts, ey. Ihr Nutzlosen. Ah, das finde ich, haben sie halt gut beachtet, dass die Leichen trotzdem liegen bleiben. Dass man dort immer Krähen hat. Und somit auch immer wieder Federn sammeln kann. Geht gerade die Sonne direkt über den Berg auf, ey. Ich bin gerade selber erstaunt, dass ich wirklich The Long Dark gerade so lange durchziehe, ey. Aber ich habe halt auch übel Bock auf das Game. Immer noch. Gut, es ist auch immer noch Winter. Wird wohl noch ein bisschen anhalten. Mal schauen, wie lange ich das jetzt gleich noch mache. Im Übrigen, ich weiß gerade gar nicht, ob ich es schon erwähnt hatte. Meine zwei nächsten Projekte stehen auf jeden Fall fest. Nach Skyrim und Long Dark. Ich werde jetzt noch nicht spoilern, was ich mache. Sondern kann nur sagen, dass auch die wieder länger dauern werden. Ich glaube, ich werde es wirklich so machen. Ich werde wirklich ein, ich sag mal, sehr langes Let's Play immer laufen lassen. Und eins, was ich immer so ein bisschen nebenbei mache mit diesen vier Folgen pro Woche. Und eins halt. Sieben Folgen pro Woche. Wenn ich es hinkriege mit dem Aufnehmen halt. Und halt auch Lust dazu habe. Zerstörter Aussichtsturm. So. Oh, das ist gut. What have we here? Da geht's auf Level 3. Sehr geil. Oh. Das ist doch bestimmt. Warte mal. Ja, jetzt müssen wir nochmal da hoch. Da wissen wir ja, wo der Schlüssel hingehört. Wo wir vorher nicht rankamen. Okay, den muss ich mir merken, dann findet man den Schlüssel hier. So, komm, du musst doch hier so ein Turm sein, wo man was reparieren kann hier. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das nicht so ein Turm hier ist. Ist es tatsächlich nicht, ey. Gibt's. Hier müsste halt so ein kleiner Turm stehen. Steht hier aber nicht. Shit. Okay, dann weiß ich wirklich nicht, wo der Turm ist.
stuff will come in handy. Kino haben wir gerade einstecken. Gut. 'Shit. Dann weiß ich leider nicht, wo hier eventuell ein Funkturm stehen soll. Vielleicht im kahlen Zustrom. Dass der das hier abdeckt. Und trostloses Marschland, das hier. Dann könnte es so sein. So, so. Okay. Hätte jetzt echt gedacht, dass der hier steht, ey. Einfach weil es gepasst hätte. Oh, lag da gerade ein Hirsch. Das auch. Gar nicht gemerkt. Hallo. Hallo, werter Herr. Ich muss sie leider einmal ausnehmen. Aber sie brauchen das ja eh nicht mehr. Kann ich das ja jetzt mitnehmen. Vielen Dank. Und das nehme ich Ihnen auch mal noch ab. So was Leckeres hier. Mmh. Seitenbacher. Okay. Gut. Wenn ich runterkletter, wo komme ich denn hier raus? Warte mal. Wo komme ich denn hier? So wie zwischen den zwei Türmen. Das müsste doch hier auch irgendwo bei dem Bach sein. Oh, jetzt sind wir wieder genau bei 40 Kilo. Was soll ich das sagen? Dann trinken wir das Ding ja doch gleich mal. Dann haben wir es wieder runter. Nice. Oh nein, jetzt kommt bestimmt bald ein Schneesturm. Schnee hat leicht angefangen, jetzt kommt schon leichter Wind. Ich glaube, da kündigt sich ein Schneesturm an. Das ist nicht so gut. Wir sollten schleunigst zurück. Ah, zum Glück ist es ja trotzdem nicht weit. In dem Sinne ist es jetzt einfach nur gerade wieder nach hinten. Und jetzt haben wir die Map sowieso erstmal durch. Also auf alle Fälle haben wir alle Hauptpunkte durch. Es gibt noch so ein paar, ich glaube zwei einzelne Häuser gibt es noch ein bisschen abseits. Ich weiß aber nicht genau, wo die stehen. Die hat schon mal durch Zufall gefunden. Ach, das waren jetzt auch keine, das war jetzt kein Überschritt oder so, das sind halt einfach ganz normale Hütten da im Wald. Ein bisschen gut. Das Kletterseil könnte ich halt direkt für die Schlucht nutzen. Das müssen wir ja auch noch machen. Zumindest haben wir gerade noch kein Temperaturproblem. Aber unsere Klamotten werden jetzt langsam wieder nass. Bis wir hinten sind, werden die auf jeden Fall gut Nässe abgekriegt haben. Ja, das war klar. Hab ich ja schon gesagt, der Schneesturm kündigt sich an. Jetzt müssen wir hier wirklich schnell weg. Aber er hat gerade perfekt gedreht. Dass er uns zumindest nicht noch entgegenkommt. Ja, jetzt wird es natürlich schnell kälter. Oh, diese Schneestürme sind so gut. Minus 18 Grad, jawohl. Jetzt frieren wir uns den Arsch hier weg.
ist doch, glaube ich, Holzfällerlager. Ich glaube, da werde ich erstmal hier bleiben. Ja, hier. Bleiben wir erstmal hier. Ich hoffe, dass der Schneesturm einfach schnell genug vorbei ist. Ich will gerade nicht bei Schneesturm hier direkt die ganze Zeit draußen rumrennen. So, jetzt wird es erstmal wieder warm. Ich schieb das mal kurz raus hier. Sagen, pennen wir hier drinnen jetzt einfach. Ja, dann sind wir jetzt völlig aus dem Rhythmus gerade. Aber egal. So, schlafen wir mal 3 Stunden. Mal schauen, ob das reicht, dass der Schneesturm vorbei ist. Ja. Noch 1 Stunde. Klappern, ne? Das würde mich ja verrückt machen beim Pennen, ey. Alter, immer noch. Tatsache, ey. Krass. Ja, dann warten wir weiter. Bringt nichts. Ich will bei Schneesturm nicht rumlaufen. Das weiß ich. Essen? Ja, komm. Ja. Gönn dir ein paar Chips. Schlafen. Sag mal, wie lange geht denn der? Alter, okay. Kann ich ja bald in der Nacht hier rumlaufen. Jetzt wird es wirklich gerade Nacht, wenn er wahrscheinlich aufhört. Der hört nicht auf. Alter, was ist denn das? Hä? Wie lange geht denn der? Holy shit. Okay. Jetzt, ja, genau jetzt, wo es dunkel wird. Sehr gut. Vielen Dank, Spiel. Na komm, rennen wir mal schon ein bisschen. Ich bin jetzt die Müdigkeit gleich wieder ein bisschen runter. Haha, Wolfi, ich komm jetzt und fresse dich. Jetzt bin ich der Jäger hier. Oh. Und da hört der Schnee einfach mal auf. Klamotten müssen eigentlich auch trocken sein. Ja. Easy. Alles easy. Na, Wolfi? Peng. Ja, der wittert mich so oder so. Rennt aber zum Stein direkt hin. Dann mache ich es jetzt so. Ich guck mal, ob ich noch irgendwie einen Kaffee habe. Geh nochmal zum Kletterseil und hol den Hinweis da. Weil, dann könnte ich das ja jetzt gleich mal machen. Ah, jetzt kommt wieder der Wind von vorne. Spiel! Was ist denn gerade? Was
Heute will er wieder gar nicht gehen. Was war... Hä, was war denn das gerade? Habt ihr das gesehen? Der ist so ganz komisch hier hochgelaufen. In meine Richtung, also der kam auch direkt in meine Richtung. Vielleicht irgendwie durch das Wittern oder sowas. Und ist dann direkt wieder abgehauen. Hä? Okay. Alles klar. Ja, ich glaube, das mit dem Schlüssel, das machen wir in der nächsten Folge. Ich nehme jetzt hier erstmal noch alles mit. Nehme das Rad unten mal noch aus, was ich da gerade noch gesehen habe. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Jo, jo, jo. Gleich, gleich. Erstmal nehmen wir hier noch mit. So, dann hier, Alter, das Fleisch sieht echt nicht mehr gut aus. Okay, dann das hier noch. So. I wonder if I can drop any of this gear. Was? Mach mal eine. Oh, 42 Euro. Was? Können wir doch wieder so viel einstecken. Ah, in dieser Wind. Unter der Brücke schauen wir fix mal noch nach, ob da irgendwas ist. Theoretisch, warte mal, ich habe da nirgendwo jetzt ein Jagdgewehr hier auf der Map gefunden. Ich glaube, auf dem Rätsel hier gibt es auch immer mindestens ein Jagdgewehr. Da müsste doch theoretisch hier noch auf der Brücke eins sein. Theoretisch. Klickfinger. Ja, ja, Spiel, es wird Nacht, aber was machen wir jetzt noch fix? Den wollte ich auch noch machen. Nice. So, war hier nämlich hier an der Stelle. Nö. Hope nobody needs this anymore. Erforschen. Hey, hier. 10 Stunden. Erhöht die Fertigkeit, den Kadaver zu legen. Kletterpflanze. Ey, da haben wir jetzt viel Zeug noch einstecken. Krass, ey, dann hat der hat die Runde auch nochmal richtig viel Loot gebracht. Ja, nächste Folge würde ich sagen, holen wir uns dann noch die Kassette oben auf dem Berg. Ich nehme hier noch ein paar von den Rohrkolben mit. Da wittert mich wirklich hier eine Meile weit, ey. Wenn ich so viel Zeug einstecken hab. Alter, ich bin thirsty. Ah, kannst gleich was nehmen. Hier oben. Holz haben wir auf jeden Fall jede Menge. Ein
Fleisch zum Durchbraten auch. Holy shit, ey. Mal auf jeder Karte haben wir hier irgendwie gefühlt 50 Millionen Fleisch, ey. So, lass mal das Wasser ran. So. Schon ist er wieder voll. Okay, dann... Pack mal hier mal ein bisschen was in die Schublade. Da passt nicht so viel rein, aber... Zumindest sind wir dann nicht mehr überladen. Hier zwei Beile. Und so ein Ding. Die zwei. Oder... Nee, warte mal. Ein Buch. Ja, passt. Okay. Können wir erstmal 6 Stunden und dann in der nächsten Folge gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ich bin nur selber ein bisschen unschlüssig. Ich bin am überlegen, entweder Loot zurückzubringen auf unsere Main-Karte oder dann die Schlucht zu erkunden. Beziehungsweise da Kala zustromen. Bin noch ein bisschen unsicher, ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!